Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Enderal und jeder Tag wie der letzte. Teil 1. Denn das ist es, was wir jetzt machen. Wir werden hier nach Ark zurückgehen. Erstmal auf den Marktplatz. Wieso kann ich nicht? Zeilung tun. Alter. Oh mein Gott. Ich muss mal gerade einen Trank trinken, damit ich nicht sterbe. Jetzt ist es zwar so, dass die Dinger also nichts sind, aber sterben kann ich trotzdem. Endralea Groschen. Ah. Bogen, immer gut. Seelenfalle. So. Und jetzt kann ich wahrscheinlich nach Ark, oder? Jo. Ich dachte schon. Ach ja. So, aber ich bin auf dem Marktplatz, ich bin verwirrt. Obwohl es das ist, wo ich hin wollte. Zutaten, so, erstmal das hier. Dann Bücher. Erstmal lernen. Vielleicht die Bücher. Und dann reinwerfen. So. Nee, das kann ich alles verkaufen, vermutlich. Ich muss mal gerade was essen. Hier so ein Honigzopf zum Beispiel. Naja. Ah, sie haben wieder Geld. Okay. Die kann ich. Da kann ich auch wieder welche verkaufen. Anwechslungs- und Psionik brauche ich nicht. So. Stahl. Der hat keine Groschen. Weil ich hab doch. Fünf Rhetorikbücher. Und zwei Hand. So, vielleicht hat die das ja. Ich weiß es ja nicht. Also Rhetorik hat sie. Das ist schon mal nicht das Problem. Und zwei Hand hat sie nicht. Na gut. Also ich kann ja Sachen verkaufen. Und ich habe schon wieder meine Robe nicht an. Es ist jedes Mal dasselbe. So. Jedes Mal. Achso, ich könnte mal die Bücher vorher lesen. Ja, Junge. So, dich hier wieder anziehen.
Dann dürfte ich auch bessere Preise wieder erzielen, mal wieder. Ach, so freundlich. Hat der zwei Hand? Der hat zwei Hand. Das ist gut. Brauche ich auch bis 50. Gesellenbuch zwei Hand. Natürlich hat er keine Gesellenbücher für zwei Hand. Ist klar. Ah, ist doch unfassbar. Oh, dann vielleicht eher. Ja. So. Geht natürlich auch nichts. Okay. Geselle Zweihand auch natürlich nichts. Diese Frau hier, hat die vielleicht Geselle Zweihand? Natürlich auch nicht. Die Bank. Vielleicht hat die Bank zwei Hand. Das könnte sein. So. Ich dürfte jetzt über 10.000, ja, meine ich doch wohl. So, der hat 4.000. Das heißt, ich kann dem auch so einiges wieder verkaufen. So. So, Expertenbuch Zweihand? Nein, ich will das Gesellenbuch für den Zweihandkampf. So viele brauche ich nicht. Ich habe genügend Punkte, das ist es nicht. Ich kaufe erstmal 13. So. 13 Gesellenbücher für den Zweikampf. So. Ist gar kein Problem, habe ich. Das sind meine Tageseinnahmen gewesen, ne? Müsst ihr bedenken. So. So. 48. 49. Das heißt, ich kaufe noch eins. Eins. Mehr Geld habe ich nämlich auch nicht. So, jetzt habe ich 2 auf 50. Beziehungsweise in der Praxis dann auf 51. So. Schwere Rüstung. Da ist jetzt die Frage, brauche ich jetzt erstmal die Lehrlingsbücher, ne? So, wie viele kriege ich für 390? Daran mache ich das dann einfach fest. So, 6 Stück. Passt. Es ist auch gut, wenn ich das mal verbessere. Ach komm, weißt du was? Ich heb noch ein bisschen was ab. Ich weiß. So, dann kaufe ich nämlich nochmal zweimal Lehrlingsbücher für schwere Rüstung. So, hab dann nämlich. So. In der Praxis ist es dann auf 53. Eieiei. Nicht schlecht. Okay, nächstes Level haben wir auch schon fast, ne? So, Psychomilitarismus, Einhand, brauche ich alles nicht. Zweihand, schwere Rüstung, Schleichen. Das sind die, die ich wirklich brauche. Okay.
Damit bin ich gut gewappnet, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, glaube ich dir. Ich muss mal die Bücher hier wegbringen. Es ist ja schrecklich, wie die hier liegen. So, wenn die da in der Ecke liegen, dann ist das schon deutlich besser. Da stört es zumindest niemand. In Skyrim lege ich sie ja immer in diesen Fluss da rein. Ja, das kann ich nicht mal. Das wird hier für immer bleiben. Ja, besuchen wir doch mal Jesper. Ich, klar, immer für wegestreue Zwecke. Heißt die Waffe nicht irgendwie sogar so? Wegestreuen Großschwert. Ja, meine ich doch wohl. Ja. Die Waffe heißt sogar so. Das heißt, ich würde nie was anderes damit machen. So. Ach ja. Und nochmal in den Acker-Doppelbock. Da gehe ich jetzt aber nur rein, weil. Beziehungsweise zum Lanzen im Morden, weil. Jesper da ist, nicht weil ich da schlafen will. Jesper, Jesper, Jesper. Ich setz mich mal. Eigentlich ganz gut. Ich bin schon reich, hab ein Haus, die besten Waffen so. Ganz gut, danke der Nachfrage. Ach ja, ist es auch. Ist eine ganze Menge passiert. Jetzt mal von den Geschehnissen erzählen. Ein reich gedeckter Tisch, keine Frage. Das Fleisch hatten wir vorher nicht da, oder? Den Eintopf. Ein paar der Damen sind tatsächlich nicht zu warten, das stimmt. Ein paar der Männer können sich tatsächlich sehen lassen. Hier merkt man jedenfalls nichts von dem Chaos. Nein, ein paar der Damen sind tatsächlich nicht zu warten, das stimmt. Du willst gehen? Braucht dich der Orden nicht? Gerade mit all dem, was hier im Moment passiert? Dafür, dass auf der Welt alles den Bach herunterzugehen scheint, bist du jedenfalls sehr entspannt. Sehr überzeugend, wirklich. Nein, das Erste. Wie meinst du das?
Meer. Du willst also sagen, dass sie am Ende einfach nur glücklich sein wollen. Das ist der Sinn des Lebens? Wie kannst du dir denn sicher sein, dass es keinen anderen Grund für unsere Existenz gibt, einen wahren Gott oder so etwas? Zum Verständnis, du sagst, alles, was wir tun, von Selbstsucht getrieben ist. Das sind jetzt die drei Definitionen, die ein Mensch irgendwie so als Lebensziel haben kann. Der Glaube, der rationale Mensch oder Jesper. Ich bin der rationale Mensch. Aber du musst auch irgendwelche anderen Ziele haben. Zu Verständnis, du sagst, dass alles, was wir tun, von selbst auch getrieben ist. Und wie kannst du dir sicher sein, dass es keinen anderen Grund für unsere Existenz gibt, einen wahren Gott oder so etwas? Ein interessanter Gedanke, wahre Worte. Ich weiß ja nicht, die Welt so zu betrachten, erscheint für mich irgendwie ziemlich ernüchternd leer. Bleib doch, dieser Stadt fehlt es an gut aussehenden Söldnern. Dann passt doch auf dich auf. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich was gegen ihn. Genauso ist es. Ihr seid aufgestiegen. Ihr habt 3 Lernpunkte wie immer. Ausdauer. Wässriger Apfelkohleintopf. Wo ist er hin? Jesper, Jesper! Was denkst du denn in derzeitigen Geschehnissen? Ja. Und ich will sagen, damit ein Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.